Vier Salz kann man gut sehen und auf halbe Höhe zum Aussichtsgipfel Schafberg mit dem Rad an einem Tag schwierig. Geht aber, haben wir schon öfter gemacht. Im August 2020, jetzt aber mit der Kamera und wenn ihr wollt, mit euch. Beim Start in Unterach am Südende des Attersees gibt es sogar eine relativ einfache Variante, die an der Seeauche direkt zum Mondsee führt. Für uns ist allerdings das idyllische Almenplateau unterhalb der Schafbergspitze allzu anziehend und darum nehmen wir die zusätzlichen 8 Kilometer mit 600 Höhenmeter Anstieg gerne in Kauf. Normalerweise zumindest, aber dazu später mehr. Nach 3 Kilometer Warmradeln am geliebten Attersee heißt es bei Burgau ganz runterschalten und ab in den schattigen, aber doch schweißtreibenden Aufstieg zu den herrlich gelegenen Almen. Kurz nach dem letzten Blick zum Attersee gelangen wir zur Abzweigung, die den Rundkurs um den Schafberg einläutet. Interessant, welche Streiche einem seine Synapsen spielen können, wenn aufgrund von Dehydrierung und Sauerstoffschuld bei uns 60-Jährigen sämtliche Überdruckventile auslösen, während die Maloya gestylten 30-Jährigen pfeifend und lachend an uns vorbeiradelnd mit ihren E-Bike. Dann? Dann machen wir es auch so. Okay. Sag's nochmal. Wie heißt das Wort? E-Bike. Ah. Okay. Also das Bein noch nicht sagen können. Was ist denn dein Motor? Ja, ja. Da. Wenn ich wieder überhole, das passiert mir in ein paar Jahren nicht. Ja, da ist dein Motor. Zwei frische Apfelschorle später an der Buchberghütte und den traumhaften Blick auf den Mondsee in der Abfahrt ließ den im Geiste schon vollzogenen Online-Kauf eines Motorrades wieder stornieren. Vorerst. Direkt zum See und den gleichnamigen Ort kamen wir bei dieser Variante nicht, aber 3 Jahre vorher waren wir in Mondsee und erlebten einen wahren Ansturm von Übersee-Stundentouristen. Wer Europa als besichtigt abhaken will, muss sichtlich Mondsee genauso durchlaufen wie etwa Hallstatt oder Neuschwanstein.
Keine Frage, es ist wirklich wunderbar hier. Aber wir müssen weiter zum Wolfgangsee und dort zuerst nach St. Gilgen. Neben dem urigen Ortskern ist das Mozarthaus die Hauptsehenswürdigkeit von St. Gilgen. Hier wurde die Mutter des berühmten Wolfgang Amadeus geboren. Sie lebte auch zeitweise zusammen mit ihrer Tochter an der schönen Uferpromenade. Vom Radweg am Wolfgangsee aus kann man in der Ferne die Zahnradbahn zum Aussichtsgipfel des Schafberg und in der Nähe einige idyllisch gelegene Badestellen erblicken. Nach St. Wolfgang im Salzkammergut hatten wir es bisher noch nie geschafft. Deshalb steuerten wir dieses Mal die Fähre in Reit an und setzten in den unter anderem für sein weißes Rössel berühmten idyllischen Ort über. Und dabei gleichzeitig vom Bundesland Salzburg nach Oberösterreich. Auf dem Weg zum Schwarzen See liegt uns nochmal eine größere Rampe im Weg. Die 2 Kilometer Tierstraße ist bis zu 17% steil und nur bedingt sehenswert. Dafür sind der tiefblaue Bergsee und die darauffolgende Hochebene einfach nur ein Traum. Bei unserem geistigen Auge hatten wir schon ein frisches Bier in der Hand, aber leider war die Gschwandnerhütte an diesem Tag geschlossen.
Dann eben ohne Pause an die Abzweigung vom Vormittag und von da an ab ins Tal. Bei der rasanten Abfahrt zurück nach Unterach war die Anstrengung der 60 Kilometer und 1600 Höhenmeter schon fast wieder vergessen. Auf keinen Fall aber die immer wieder faszinierenden Naturschauspiele dieser Salzkammergutrunde an Berg und Seen. Und am Schluss erwartete uns das türkisfarbene Wasser des Attersees wieder. Weil aber ab einem bestimmten Alter Regeneration immer wichtiger wird, stand am nächsten Tag das hier an. Und was soll ich euch sagen? Es war voll in Ordnung. Servus, alles Gute und immer schön im Gleichgewicht bleiben.